Ich bin Leo Pächter, ich baue Maschinen im Kunstkontext. Zurzeit beschäftige ich mich mit Skulpturen, die aus vielen einzelnen Teilen bestehen, die durch ein Regelwerk miteinander verbunden sind. Zum Beispiel habe ich da E13, das ist eine kleine Skulptur, die aus 13 Teilen besteht. Das sind immer in der Länge verstellbare Stützen. Das Objekt besitzt eine Kamera, beobachtet seine Umgebung und versucht Formen zu imitieren, die es findet. Das heißt, ein Algorithmus sagt den 13 Teilen, was für Positionen, also was für Längen sie einnehmen müssen, um dieser Form am nächsten zu kommen. Das ist natürlich nur sehr grob aufgelöst, weil echte Objekte aus mehr als 13 Polygonen bestehen. Dann noch eine andere Arbeit, das ist eine Weiterentwicklung von E13 eigentlich, oder ja, es ist sehr ähnlich, es ist der Zermesser, das ist ein bisschen größer, das ist ein Tetraeder in seiner Grundform, auch mit seitenverstellbaren, also längenverstellbaren Seitenteilen, die zwischen 2 und 5 Meter in ihren Dimensionen annehmen können. Das Objekt hat an den Ecken Schalter, also Drucksensoren, und versucht so, seine Umgebung abzugreifen und durch die Beschaffenheit seiner Umgebung eine eigene Form zu finden.